So Leute, willkommen zu einem neuen Video bei geilstem Wetter hier. Ich schwitze mir einen ab, ich bin schon wieder ein paar Stunden bei. Ja, an der Absetzkabine, ihr seht. Hab schon wieder ein bisschen was geschafft. Wir haben tatsächlich einen Deckel. Also auf jeden Fall schon mal einen großen Schritt weiter. Und wir haben eben gerade ein Paket bekommen. Was da drin ist, zeige ich euch natürlich in diesem Video. Denn ich habe meinen Plan so ein bisschen verworfen mit den Scharnieren. Ich würde es gerne doch anders machen. Ihr habt es vielleicht im letzten Video gesehen, die Scharniere einfach wabbelig, schwabbelig. War einfach nicht ganz so ideal, auch weil ich die Kabine nicht mehr runterbekommen habe. Ihr habt es ja gesehen, also Scharniere, ich wäre hier nicht dran vorbeigekommen. Deswegen muss ich hier wirklich so eng wie möglich bauen, dass wir die ganze Kabine nachher auch seitlich runterziehen können. Soll ja eine Absetzkabine sein und deswegen muss man natürlich auch das Ganze absetzen können. Ja, Teile sind da. Ich hoffe, es klappt so, wie ich mir das Ganze vorstelle und ich komme dann auch nachher wirklich dran vorbei. Wie gesagt, ich will den Klappmechanismus ungern in die Kabine bauen, weil ja da ja noch eine Zeltplane rankommt. Plane hört sich mal an. Zeltbahn kommt hier natürlich noch ran. Und die soll natürlich nach innen klappen, dass man, wenn man das runter macht, das natürlich nicht hier rausbammelt. Einige hatten es geschrieben, warum ich die Scharniere hier ran machen will und nicht hier ran machen will. Ja, ganz einfach. Ihr seht es ja, hier ist keine Strebe. Also hier normalerweise ist ja auf der anderen Seite ist zum Beispiel hier eine Strebe. Aber hier soll ja der Eingang sein. Also wenn wir das Ganze hochklappen, will ich ja hier durchkommen. Wenn jetzt hier eine Strebe ist, ist natürlich Kacke. Deswegen ist das hier quasi nicht umsetzbar, also schon, aber wesentlich komplizierter, weil dann müsste man das Scharnier hier oben anbringen und hier unten. Und dann hat man das nachher hier immer im Weg und ja, ihr seht es ja. Außerdem ist das auch auf der Seite hier, wenn ich die Klappen zumache, ja, hier ist kein Platz für Scharniere. Dennoch, danke für die Kommentare, Leute. Ist klar, logisch gedacht. Aber in dem Falle gar nicht umsetzbar. Das, was ich jetzt vorhabe mit diesem Paket hier, ja, ich kann es ja schon sagen, es sind Gasdämpfer. Was ist das denn? Wo schon einer rausguckt hier, was ist das denn für eine Scheiße? Hauptsache, da fehlt jetzt keiner. Genau, wir werden das nämlich jetzt doch mit Gasdruckdämpfern machen, weil das einfach genial ist, wenn es funktioniert. Wie gesagt, es ist schwierig, überhaupt die passenden zu finden, weil man Gewicht berechnen muss und die Länge. Ich habe jetzt welche in 70 cm gefunden, die brauche ich auch. Ja, jetzt habe ich die Platte für den Deckel fertig. Das Ganze ist jetzt zweigeteilt, also wir haben hier eine große Platte und nochmal so einen Streifen, einfach weil ich keine komplette Platte habe. Wie gesagt, Low Budget, das sind einfach Platten, die wiederverwendet werden. Ich kann es euch mal zeigen, was das eigentlich für eine Platte war. Und zwar sieht man hier, es war einfach nur ein Schild, das jetzt quasi umfunktioniert wird zu einem Deckel meiner Absetzkabine. Genau, sind Alu-Dibond-Platten, nicht mehr die schönsten, wurden schon öfters für irgendwas verwendet, auch im Haus schon einen Haufen Löcher gehabt. Aber das ist gar nicht schlimm, denn das wird alles auch nochmal abgedichtet, hier kommt nochmal ein Kantenprofil rauf. Außerdem hier in der Mitte werde ich nochmal ein Profil draufsetzen, das wird alles schön verklebt mit Sikaflex, damit das auch ordentlich dicht ist. Genau, ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe hier zwei Querstreben auf jeden Fall drin, einmal hier vorne, wo die Platten gegeneinander sind, also damit ich das hier schön dicht kriege, schön verklebt bekomme. Außerdem habe ich hier in der Mitte auch nochmal eine Strebe, dass das, dass die Platte halt nicht durchhängt. Ja, so ist das schön stabil auf jeden Fall. Klappert jetzt natürlich noch alles, aber wie gesagt, es wird alles noch schön verklebt, schön mit Kantenprofilen. Außerdem ist die Platte noch gar nicht fest, die muss ich noch verschrauben. Ich habe das hiermit einfach mit Blechschrauben mit Bohrkopf hier quasi verschraubt. Kommt man in die Aluprofile auf jeden Fall gut rein. Außerdem habe ich gleich Löcher verwendet, die hier eh schon in der Platte drin waren. Genau. Oh, ihr seht schon hier, Mückenzeug. Alter, die Mücken sind so doll. Dieses Jahr auf jeden Fall, ey, ich stehe hier in der Sonne und mich zerstechen die Mücken, man glaubt's nicht. Eigentlich sagt man ja immer, die Mücken kommen abends raus, aber hier ist alles voll Mücken. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, aber dieses Jahr ist echt schlimm bei uns. Wie dem auch sei, Leute. Ich schraube jetzt die Platte hier noch fest. Also die wird jetzt noch verschraubt. Das hier, ja, muss ich nochmal ordentlich schrubben. Ich habe es jetzt so nicht abbekommen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil ich das Ganze nachher vielleicht auch nochmal mit Folie bekleben möchte. Also dass das Ganze eine andere Farbe bekommt. Vielleicht knallen wir doch einfach nur Graffiti-Lack rüber. Mal schauen, damit das optisch nachher einfach ein bisschen schicker wird. So Leute, ich versuche jetzt hier die Dämpfer einzubauen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Zweitausend Jahre später. Ich verzweifle hier so langsam mit der ganzen Scheiße hier. Ich habe mir das wirklich wieder einfacher vorgestellt,
als es eigentlich ist. Das schwammelt und wabbelt hier alles hin und her. Ich brauche doch irgendwie eine Führungsschiene oder irgendwas. Wenn ich jetzt hier einfach nur Puffer oben ran mache, verkante ich trotzdem hin und her. Das ist Dreck. Also so funktioniert das definitiv nicht. Ich bin hier schon am Rumfluchen die ganze Zeit schon. Ey, Alter. So Leute, neuer Tag, neues Glück. Ich bin hier gestern noch fast verzweifelt an der Kiste hier. Ich habe es jetzt so gebaut, wie ich es eigentlich nicht bauen wollte. Und zwar mit solchen großen Scharnieren. Ja gut, ein Scharnier ist es nicht, aber so eine Querstrebe quasi. Ich habe hier gestern noch lange getüftelt. Eigentlich wollte ich das nämlich ganz anders bauen. Ich wollte das mit diesen Dämpfern so bauen, dass ich das quasi selber trägt, dass ich gar keine Scharniere hier am Stell habe, sondern dass ich das Ganze wirklich nur mit diesen Gasdruckdämpfern sich selber quasi stützt. Dafür hatte ich gestern einen so und den anderen quasi so dagegen. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Stand auch schon alles, war auch auf der richtigen Höhe und so, aber es war immer noch sehr, sehr wabbelig alles und ja, es hat mir so überhaupt nicht gefallen und das kann ich natürlich nicht so lassen. Ich weiß nicht, ob sich das durch die Zeltbahn nachher irgendwie selber getragen hätte, ob das denn irgendwie straff genug ist, damit sich das selber trägt. Ich wollte es auch nicht ausprobieren, weil ich keine Lust habe, nachher einen Haufen Zeltbahn zu zerschneiden. Deswegen habe ich das jetzt so gebaut. Ich zeige euch das Ganze, wie das jetzt aufklappt. Es ist noch nicht 100% fertig. Ich muss die Dämpfer nochmal genau einstellen, dass ich hier vorne noch ein bisschen höher komme. Also ich komme hier noch nicht ganz bis nach oben. Ich hoffe, ich kriege das noch besser eingestellt. Leute, um mit Gasdruckdämpfern und Winkeln und so zu arbeiten hier, ich glaube, da braucht man ein Abitur für. Das ist, man denkt immer, ja, du baust einfach zwei Dämpfer ran und dann hebt sich das hoch und fertig ist der Lachs. Aber nee, leider ist dem nicht so. Man muss halt wirklich auf die Winkel achten, auf die Länge der Dämpfer und. Auf jeden Fall hat meine Konstruktion jetzt leider einen Nachteil, deswegen wollte ich das eigentlich nicht so bauen. Aber ich finde, es ist gar nicht so schlimm jetzt so im Nachhinein. Denn es hat tatsächlich auch einen kleinen Vorteil, Leute. Ich zeige euch das jetzt, wie das Ganze aufklappt. Ihr seht schon, hier ist wie so eine Strebe hier. Die verläuft quasi von dem Profil hier unten zu dem Profil hier oben. Also ihr seht schon, wenn ich das jetzt hochklappe, dann haben wir nachher hier eine so eine Querstrebe. Das Ganze hier verschraubt. Ich habe es ja einmal richtig durchgebeult. Ich habe das erst mit solchen Dingern hier. Da hatte ich nachher aber so viel Druck drauf gehabt, wo das oben war, dass mir das hier rausgeschossen ist. Und ich stand da mit dem Ding in der Hand und wusste gar nicht, wohin. Da hätte ich am besten mal die Kamera anmachen sollen, weil das war. Im Nachhinein war es witzig. Und deswegen habe ich das jetzt hier wesentlich stabiler. Ich habe es hier wirklich einmal durchgebohrt. Das Ganze natürlich auf der anderen Seite auch. Und die Scharniere sind jetzt so, dass ich hier gerade so an dem Gestell hier vorbeikommen. Na, ihr seht, hier ist ein bisschen Luft, also man kann es jetzt wirklich rausziehen. Das ist die Hauptsache. So, das Ganze stellt sich jetzt so auf. Ich habe jetzt hier zwei links und rechts zwei Gasdruckdämpfer. Und ihr seht schon, es ist quasi wie so eine Klappe. Tada! Das funktioniert richtig gut. Ihr seht ja, ich meine, hier ist echt viel Druck drauf, also man braucht schon Kraft, um es wieder runter zu machen. Aber wie es sich öffnet, schon allein total geil. Jetzt oben schon fast dran am Gestell, könnte man jetzt quasi schon reinhüppen und drin pennen, aber ich wollte natürlich das komplette aufstellen. Ich habe das jetzt hier hinten, wo ist mein Messer, hier hinten nur mit dem Kabelbinder erstmal fixiert. Auf jeden Fall stelle ich das jetzt hier hinten auch so auf und ihr seht schon, entweder macht man jetzt hier auch Dämpfer, muss ich gucken, ob das klappt. Oder ich lasse es einfach so und hake das denn hier oben quasi ein. Irgendwas, irgendwelche Splinte oder sonst irgendwas, um das dann hier einfach einzuhaken. Stütze das hier oben mal hier kurz ab. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Und ihr seht schon, beim Hochklappen ist das hier natürlich wieder runtergekommen. Jetzt will ich versuchen, indem ich die Dämpfer noch ein Stück vorsetze, ob ich dann hier höher komme. Das Problem ist aber, wenn ich erst hier aufklappe, schlägt er hier oben an und würde dann quasi erst wieder runtergehen, wenn ich es hier hinten hochklappe. Das ist ein bisschen doof, aber das ist dann halt so. Probieren wir jetzt aus. Ich hoffe, das haut hin von der Dämpferlänge hier, wenn ich ihn jetzt hier versetze, ob er dann auch wirklich überhaupt komplett zugeht, beziehungsweise ob er nicht dann in dem Fall zu lang ist. Ja, und ihr seht es, glaube ich, auch schon durch diese Strebe hier, versetze ich das ganze Dach natürlich ein Stück nach hier. Hier ist normalerweise Abschluss und jetzt steht es natürlich ein Stück weiter über. Da hinten kommt es natürlich ein Stück weiter rein. Das heißt, die Plane, die nachher dran ist, ist schräg.
wo das Wasser nachher auf jeden Fall gut ablaufen muss. Und hier ja, wollte ich sowieso ein Stück verlängern. Also dass man hier vielleicht sogar was rauszieht, müssen wir mal gucken. Wenn wir dann hier näher die Plane ranmachen, fällt die dann quasi hier runter. Finde ich gar nicht so schlimm, man hat einen kleinen Überstand. Aber optisch ist es dann halt leider nicht so, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Aber dem ist dann so. Auf jeden Fall ist das jetzt so mit diesen Querstreben hier natürlich richtig stabil. Also das muss man echt mal, also das kann jetzt wirklich nicht mehr wirklich weg hier. Und ja, jetzt muss ich versuchen, wenn ich die jetzt nochmal einstelle, die dann von mir ein Stück ranziehe, ob ich hier bis oben rankomme. Das wäre natürlich ideal. Das mal als kleines Update hier zu meinem Aufklappmechanismus. Gar nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Aber naja, es wird auf jeden Fall. Genau, so ist es jetzt gerade. Jetzt lassen wir das hier hinten wieder runter. Und jetzt wird er vorne anschlagen. Was ist das Problem jetzt? Oder ich lasse ihn erst vorne runter. Ich weiß nicht, ob das geht. Und das ist nämlich das Ding. Man kann immer nur Stück für Stück sich vorarbeiten und versuchen, ob das überhaupt funktioniert oder nicht. Ich könnte wetten. Alter. Ja, das ist jetzt das Problem. Irgendwas stimmt hier nämlich jetzt ganz und gar nicht mehr. Das ist große Scheiße, dass das hier oben anliegt. Man verschiebt nämlich alles dabei. Und ich glaube, wir werden es durch diesen Dämpferweg, werden wir es auch gar nicht zukriegen jetzt. Vor allem ist jetzt hier so viel Druck. Ja, man sieht schon. Scheiße, es reicht nicht. Ich mache die Dämpfer jetzt wieder dahin, wo sie vorher waren, weil das funktioniert mit dem Öffnen einwandfrei. Würde die aber quasi so bauen, dass man die aushaken kann. Dass man die Dämpfer einfach aushaken kann und dann kann man das vorne hochstellen. Aber gerade das hier ist ja das, was das Ganze so ausmacht, dieses Tüfteln, dieses Basteln so lange, bis es halt irgendwie passt. Auch wenn es manchmal ärgerlich ist. Na los, ich mache jetzt weiter. Bis gleich. So Leute, ich habe jetzt erstmal sorry für dieses Rumprobieren und so, aber ich denke, es ist ganz interessant. Ich habe jetzt hier auch Dämpfer dran, also die anderen beiden. Ich habe mir 4 Stück insgesamt bestellt gehabt und gedacht, jetzt kannst du auch alle nutzen. Sind auch nochmal 70 Euro gewesen für alle 4 Dämpfer. Nur mal so nebenbei. Ich habe jetzt auf jeden Fall hier auch verbaut, funktioniert auch. Also ich kann das jetzt hier auch einfach runterklappen. Hält auch so. Ich muss mir jetzt natürlich hier hinten irgendwie was bauen, womit ich das quasi gesperrt bekomme. Also von außen, von den Profilen, irgendwas hier quasi dran schrauben, dass man das einfach sperren kann. Also dass es nicht mehr hoch geht. Ne? Also wie, oder einfach so ein Schnellverschluss oder was weiß ich. Ne? Hier einfach mal fix so Kabelbinder, dass es einfach unten bleibt. So, und ihr seht, jetzt ist es vorne natürlich wieder ganz oben. Das hat es aber hier auch wieder komplett normal. Wie gesagt, wenn es da hinten noch gesperrt wäre. Oh! Okay, da vorne löst sich mein Profil gerade auf. Da sieht man mal, wie viel Spannung hier drauf ist. Oh, die Schraube war einfach nicht fest. Ich denke mal, ich werde hier oben auch nochmal einen Winkel machen. Also hier nochmal in die Ecke einen Winkel rein. Hier hebt es alles an. Klar, durch die Dämpfer ist hier ordentlich Spannung drauf. Aber irgendwie ist die Schraube hier auch komplett lose. Naja. Ach, leck mich doch am Arsch. Jetzt ist der Kabelbinder aufgegangen. Leute, ich glaube, ich habe hier noch ein bisschen zu tun. Also ich baue mir jetzt irgendwelche Halter, dass es quasi unten bleibt. Und dann möchte ich gerne, damit wir dann hier auch hochkommen. Also das hier unten bleibt so mit den Dämpfern, dass es einmal komplett hochgeht, ist ja vollkommen richtig so. Bloß dann hier vorne müssen wir dann natürlich auch hier, sobald das Ding geöffnet ist. Es gibt wahrscheinlich irgendeine Lösung, die wesentlich einfacher, wesentlich unkomplizierter ist und einfacher zu bauen. Mit Sicherheit. Ich komme vielleicht einfach nicht drauf. Ich denke einfach auch vielleicht viel zu kompliziert. Ich finde das aber so, wie das jetzt ist, eigentlich ganz geil. Vor allem durch diese Strebe hier kann man das näher schön integrieren ins Design. Jetzt fange ich schon an hier zu designen, das Ding.
Wenn die Plane nachher, die Zeltbahn nachher drin ist, dann können wir dann hier so ein Dreiecksfenster reinmachen. Hier und vielleicht dann ja hier oben auch. Mal schauen, das ist noch Zukunftsmusik. Erstmal schaffen, dass das hier ordentlich klappt, das Ganze. Dass das Klappding auch klappt. Weiter geht's, Leute, ich schwitze hier schon wieder. Wetter ist auf jeden Fall heute da. So, Leute, Stand der Dinge ist jetzt so und ja, so bleibt das jetzt auch. Also, wir klappen das Ganze hier einmal hoch. Zack. Dann klappen wir das Ganze hinten hoch. Da habe ich jetzt hier nur so ein Draht. Erstmal, wie gesagt, da kommen noch Verschlüsse hin. Boah, das ging jetzt schneller als gedacht. Ich hätte es mal festhalten sollen. Also eigentlich so in etwa. Jetzt hat man schon gehört, es ist oben angeschlagen. Und nun können wir hier, das zeige ich nochmal gleich genauer, einfach die Dämpfer rausnehmen, klappen das ein bisschen höher und haken hier die Dämpfer wieder ein. Und zack, steht das ganze Ding. So steht jetzt das Geöcht hier. So sieht das Ganze jetzt aus. Also rein theoretisch könnte man jetzt sogar hier was an die Seite an dem Gestell schrauben, zum Beispiel hier Sandbretter oder sowas. Ne? Also das würde jetzt gar nicht mehr stören. Hatte ich erst nicht vorgehabt, weil wie gesagt, durch die Kabine hätte das gestört, hätte ich die jetzt einfach gerade hochgestellt. Ist mir gerade so eingefallen, dass man jetzt hier quasi auch was ranbauen kann, was dann nachher auch nicht im Weg hängt. So. So sieht das Ganze aus. Es ist gerade, wir sind hier oben nicht genau dran, also wir haben hier noch ein bisschen Luft, wollte ich auch so haben. Ich habe das jetzt ganz simpel hier einfach mit Schrauben und diese Hammermuttern hier realisiert. Wie gesagt, man kann es jetzt hier einfach rausziehen, hakt das dann da hinten ein. Geht ganz easy, ich will das jetzt hier bloß noch mit irgendwas sichern. Entweder mache ich hier eine Flügelmutter drauf, die man einfach auf- und abschrauben kann, also dann immer wechseln kann. Oder vielleicht mache ich hier ein Loch rein und einen Splint. Mal schauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt total simpel und ich denke, ich werde es auch so lassen. Ich wollte mir erst hier eine Platte bauen mit so einer Führung, wo man das einhakt. Aber ich denke, das reicht so vollkommen aus. Ich habe jetzt auch keine Lust, mich noch groß rumzuärgern mit dem Ganzen hier, weil das so... Ich kann das jetzt auch einfach hier aushängen. Ihr seht, das steht trotzdem, selbst wenn ich es hier aushänge. Steht das Ganze trotzdem noch. Es ist jetzt, wird jetzt gehalten durch die hinteren Dämpfer tatsächlich. Genau, und dann kann man das, wie gesagt, einfach hier hinten einhaken wieder. Splinte rein bzw. Flügelmutter drauf und dann drücken wir das Ganze einfach wieder nach unten. Genau, so sieht das Ganze jetzt aus und ja, so lasse ich das jetzt auch. Simpel, vielleicht kann man ja immer noch irgendwas verfeinern. Vor allem Schrauben und so muss ich, wie gesagt, nochmal. Hier hinten hängt immer noch so eine lange Schraube zum Beispiel. Da kommen nochmal kurze rein. Und wie hier zum Beispiel mit einer Unterlegscheibe und der Mutter nochmal gekontert von hinten. Damit das alles ein bisschen schicker wird und auf jeden Fall auch stabiler. Jetzt muss man sich das Ganze natürlich ein bisschen vorstellen, wie denn nachher hier die Zeltbahn drin ist. Hier vorne hängt es dann so ein bisschen runter. Vielleicht mache ich mir dann auch noch irgendwie welche so Stangen oder so, die man hinstellt, dass man hier vorne so eine Schräge hat. Mal schauen, wie wir das am besten nachher mit der Zeltbahn machen. Wie der Stoff dann hier befestigt wird, seht ihr dann hoffentlich im nächsten Video, wenn ich es schaffe. Dafür brauche ich noch ein bisschen was und meine Frau darf dann auf jeden Fall die Dinger zusammennähen. Wie wir nachher Fenster reinmachen und so, vielleicht auch erstmal im Nachhinein, aber erstmal komplett geschlossen, Zeltbahn erstmal rein und dann nachher kann man ja immer noch nachträglich ein Fenster bzw. etwas, was man ausstellen kann, was man rausmachen kann, wo man dann auch noch ein Fliegengitter einarbeiten muss und. Also Zeug, was nachher noch kommt. Ich bin jetzt erstmal froh, dass das Ding hier so steht. Wir müssen das natürlich jetzt noch alles verkleiden hier, ringsrum beplanken. Also hier kommt eine Platte rein, da kommt eine Platte hier natürlich und eine Bodenplatte brauchen wir nachher auch noch. Was natürlich jetzt doof ist, dass wir die Dämpfer innen haben. Das wollte ich eigentlich nicht, weil ich gerne den Stoff nachher hier so reinziehen will, wenn wir das Ganze dann runterlassen, den Deckel. Muss mal gucken, ob wir den hier irgendwie durchfädeln. Mal schauen.
habe ich hier so ein einfaches Blechprofil, was nachher als Kante quasi hier oben noch drauf kommt. Also nicht das Blech, ich habe davon noch mehrere, weil hier sind schon ein paar Löcher drin, außerdem ist es verbogen hinten. Aber so kommt nachher hier nachher noch drauf. Machen wir nachher noch eine schöne Ecke hier. Wie gesagt, wird alles nachher auch schön mit Sickerflex verklebt. Damit das nachher alles schön bombenfest ist und hauptsächlich auch dicht. Ja, also wenn es dann ja mal regnet und oben ein bisschen Wasser drauf steht, dass das da nirgendwo reinlaufen kann. Genau. Leute, es ist jetzt, glaube ich, ein etwas kürzeres Video mit ein bisschen mehr Gequatsche, weniger Gefilme, wo ich schraube. Gestern ordentlich noch geflucht und habe mir gesagt, ich filme erst wieder, wenn hier etwas steht, wenn hier was klappt, wenn es funktioniert. Weil gestern war ich fast fester Meinung, dass ich das Video nicht schaffe, dass ich gar nichts auf die Beine stelle hier in dem Video. Aber, Leute, wir haben einen Aufstellmechanismus, der komplett funktioniert, der so umgesetzt ist. Ja, wie gesagt, erst nicht so, wie ich es eigentlich haben wollte, aber so auch top ist, vor allem richtig stabil. Wenn er hier die Zeltbahn drin ist, glaube ich, das wird mir richtig geil. Hier vorne so ein bisschen schräg runter. Vielleicht so zum Rausklappen, dass man das sogar nach vorne klappen kann. Oder hier oben an das Gestell vielleicht noch eine Markise ran, dass man die auszieht. Ich glaube, das könnte richtig geil werden. Leute, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video. Nächste Video sind wahrscheinlich Zeltbahn und das Ganze beplanken. Ja, ich glaube, der Wind stört jetzt wieder die Kamera. Ich brauche unbedingt mal so einen Überzieher für die Kamera, Leute. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin gespannt, bleibt weiterhin dabei. Verfolgt das Ganze, Leute. Like nicht vergessen. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Video. Adieu.